Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Uncharted 4, Thief's End. Meinst du, hier gibt es weiter eine geht's. Suchen wir einen Weg nach drinnen, ohne ein Fenster einzuschlagen. Ja, Fenster einschlagen wäre nicht gut. Gucke mal nach Schätzen. Hier könnte nämlich gut eins versteckt sein. Was meinst du, was so ein Haus kostet? Sehr viel. Also das Areal ist so groß, dass hier gut eins versteckt sein könnte. Wie hier. Ach ne, das war kein Schatz. Hat ebenso geblinkt, als ob es ein Schatz wäre, war aber nur eine Blume, die das Licht reflektiert hat. Willst du deine Jacke zurück? Ich glaube, das wäre am sichersten. Okay, gib mir deine Hand. Ah! Hier können wir hochklettern. Hier kann man auch hoch. Wir müssen hier hoch. Nichts versteckt. Das Fenster ist offen. Gruselig. Und sehr viel zugeräumt. Einen. Verdammt viel liegt hier. Und suchen wir nach einem bestimmten Zimmer? Halte einfach Ausschau nach Büchern, Magazinen, Aufzeichnungen aller Art, okay? Mhm. Nach solchen Kästen muss ich vielleicht suchen. Hier drin ist nichts. Weitere Kiste. Nein. Da ist auch nichts drin. Hier unter dem Dach ist es nicht. Die Kisten sind voller alter Reise- und Campingausrüstung. Und was ist das? Miss Evelyn, mein Name ist Kenichiro Namba. Ich war letzte Woche in der Adventurer Lodge bei ihrem Vortrag zu ihrem neuesten Fund, dem Rüstungssatz aus der Tokugawa-Ära, den sie vor der Küste Okinawas in ihren Besitz gebracht haben. Ihre Präsentation war äußerst faszinierend, obwohl mich der herablassende Ton der Fragen aus dem Publikum überraschte. Ich finde, die Anerkennung und der Respekt für geleistete Arbeit sollten nicht von ethnischer Herkunft oder Geschlecht abhängig sein. Ich vermute, dass wir beide dieses Problem kennen. Ich schreibe Ihnen heute, weil sich seit kurzem eine französische Turnierrüstung in meinem Besitz befindet. Ich bin mir jedoch nicht hundertprozentig sicher, was die Datierung oder Herkunft angeht. Falls es Ihre Zeit erlaubt, würde ich mich freuen, wenn Sie mir mit Ihrer Fachkenntnis zur Seite stehen könnten. Bitte entschuldigen Sie mein dreistes Anliegen, aber ich werde nur noch für einen Monat in der Stadt sein. Im September werde ich nach Island reisen, um eine Wikinger-Grabstätte zu untersuchen. Und würde es bedauern, wenn ich vorher nicht mit Ihnen gesprochen hätte. Ich wohne derzeit in The Linux, falls Sie mich kontaktieren möchten.
was ich aufrichtig hoffe, mit den besten Grüßen, ja, Kenichiro Namba. Ja. Okay. Die kennt sich anscheinend mit Geschichte aus. Ja, das geht. Ja, das geht was? Was machst du da? Ah! Nach unten. Aufpassen, keinen Lärm machen. Was? Haben's Notizbücher? Weißt du nicht mehr? Die hatten immer diese cremefarbenen Einbände. Ja, ich weiß, aber das ist riesig hier. Wie eine Nadel im Heuhaufen. Und da sind ziemlich viele Kisten, wo es drin sein könnte. Na bitte, weißes Leder. Sam, hier ist was. Echt jetzt? Nein, das ist nicht von Mom. Aber du bist auf dem richtigen Weg. Weiter. Zurücklegen, würde ich mal sagen. Und was ist da drin? Ein weiterer Brief zum Lesen. Lieber Eddie, Grüße aus Peru. Ich hoffe, mein Brief kommt sicher bei dir an. Hier gibt es kein Postamt, nur einen kleinen Flecken Gras, der als Start- und Landebahn dient und langsame Boote, die den Fluss Manu... Wie wird's ausgesprochen? Ich weiß es nicht. Hinauffahren. Ich wünschte, du wärst dabei gewesen, als wir gestern Brüllaffen gesehen haben. Hellorangenfarbene, sehr neugierige Kreaturen mit ausdrucksvollen Gesichtern. Obwohl ich ihre Laute nicht direkt als Brüllen bezeichnen würde, klingt es wie ein Orkan gemischt mit dem Gebrüll eines Löwen. Wäre es nicht illegal und gefährlich, würde ich einen als Haustier für dich mit nach Hause bringen. Deine Mutter ist sehr beschäftigt mit den Vorbereitungen für die morgige Exkursion in den Dschungel, wo wir hoffentlich unsere Forschungen abschließen können. Sie sendet liebe Grüße. Ich verspreche dir, dass wir dich auf unseren Reisen mitnehmen werden, wenn du älter bist, damit du die große, weite Welt selbst entdecken kannst. Sei lieb zu Großmutter, lerne fleißig. Wir sehen uns in einem Monat wieder. Okay. Hey, erinnern dich die Kisten an etwas? An jedes unserer Häuser? Genau. Ich weiß noch, wie Dad immer sagte, warum überhaupt auspacken? In einem Monat ziehen wir eh wieder um. Yep, immer schön arschig. Oh ja. Und alles ist ja vollgeräumt. Alles. Hey Sam, nenn mich verrückt, aber das sieht aus wie eine Ming-Vase. Nathan, welcher zurechnungsfähige Mensch lässt eine Ming-Vase einfach so herumstehen? Ja, ist bestimmt nur ein billiges Imitat. Klar ist es das. Richtig? Richtig. Muss nicht so sein. Ach, sie bewegt sich nicht. Hier, machen wir es zusammen. Bereit? Das ist ein bisschen laut. Was zum Teufel? Das ist so eine Art Sarkophag. Ja. Sieh dich um. Hier stehen jede Menge Sarkophagi. Sarkophage. Sam. Die sind echt. Was ist das hier? Tja, finden wir es heraus. Ist hier oben irgendwas? Ein Schatz? Kennst du das? Sowas habe ich schon mal gesehen. Liegen hier Figuren. Etruskisch. Ah, stimmt. Ja, Mann und Frau. Gemeinsam begraben. Irgendwie
wie finster. Auf eine ziemlich coole Art. Ja. Was ist hier noch so drin? Kanopen. Cool. Zurücklegen. Das suchen wir ja nicht. Ich glaube, auch mehr gibt's hier oben nicht. Das ist römisch. Drittes, vielleicht viertes Jahrhundert. Das ist ein verdammtes Museum hier. Gibt es auch einen Dinosauriertrakt? Gut möglich. Hier ist alles möglich. Man sollte hier auf jeden Fall nichts kaputt machen. Hier ist noch eins. Ist aber, glaube ich, auch nicht das Richtige. Nein. Ich bin ein Scherzkeks, schon immer. Na, was ist denn hier drin? Hey, Nathan, schau mal her. Wer bin ich? Dr. Livingston, komm. Nicht schlecht. Ich glaube, hier ist der richtige Weg. Ich habe mich hier nicht umgesehen. Aber hier ist ja auch nichts. Zum Umsehen. Noch was zum Lesen. Was gebe ich für so eine Einladung? Globus. Wo soll es hingehen? Wenn dir die ganze Welt offen steht, wo gehst du hin? Überall? Überall. Na gut. Mal sehen. Indien. Ja, wir sehen uns das Taj Mahal an. Er dreht sich und dreht sich. Und wo jetzt? Sowjetunion. Auf nach Moskau. Ja, da kommen wir vielleicht nicht so leicht rein. Aber jetzt will ich mal sehen. Auf ein neues. England. Windsor Castle. Das wäre cool. Nicht wahr, Sam? Hey, sieh mich nicht so an. Nichts dafür, dass du noch nicht geboren warst. Und viel erinnere ich mich eh nicht. Und so cool war es nicht. Aha. Okay. Okay. Ein letztes Mal. Brasilien. Hey, das ist mal was. So viele unentdeckte Orte im Regenwald. Ja. So viele unentdeckte Stämme mit Giftpfeilen. Das auch. Jetzt ist die Frage, wo müssen wir hin? Hey, sieh mal. Das heißt da drin. Ja, deswegen war es kein Zuckerschlecken, Römer zu sein. Na, wo sind wir denn hier? Fruchtbarkeitstotems. Hm. Bist du nicht etwas zu jung für so etwas? Verdammt dunkel hier. Wow. Dieser Tisch ist so groß wie der im Speisesaal im Waisenhaus. Das Essen war hier bestimmt besser. Keine Kunst. Mann, die haben hier bestimmt tolle Feste gefeiert. Den Artefakten nach hatten sie jedenfalls das Geld dafür. Ja. Das letzte Fest scheint aber eine Weile her zu sein. Oh, wieder was zum Lesen.
Evelyn, wir haben Dienstag und es ist 9 Uhr morgens. Das heißt, es ist Nachmittag in Arabien. Ich hoffe, dass die Hitze erträglich ist. Die Königin von Saba war auf ihrer Reise zu Salomo, zumindest in Begleitung ihres Gefolges und ihres Schatzes. Dank meines dämlichen Verhaltens verfolgst du diese Reise nun alleine. Wir waren uns immer einig, dass wir danach streben sollten, ein Leben nach unserer eigenen Wahl zu leben, ohne Reue und verpasste Gelegenheiten. Am Flughafen waren meine Gedanken nicht bei der Gegenwart, sondern bei der Zukunft. Mir fiel es einfach schwer, das aufregende Leben, das wir auf der ganzen Welt führen, mit dem Leben, das wir zu Hause führen, in Einklang zu bringen. Wie sehr wir uns auch gestritten haben, ich hätte nicht an deiner Hingabe zu unserer Familie zweifeln sollen. Ich verdiene deine Abfuhr und verstehe, warum du ohne mich gegangen bist. Im Geiste Salomos müssen wir einen Kompromiss finden. Bis dahin wünsche ich dir alles Glück der Welt. Edmund und ich werden sehnlich auf deine Rückkehr warten. Okay. Na hoch. Hey, sieh dir diesen krassen Dämonenhelm an. Ist das ein Wikingerhelm? Komm, du weißt doch, dass Wikingerhelme keine Hörner haben. Der ist persisch. Ah, sorry. Kannst du dir vorstellen, der zu sein, der das alles entdeckt hat? Hier ist auch nichts. Gut. Das entwickelt sich zu einer kleinen Führung. Und da ist wieder eine Kiste. Wo das Buch wahrscheinlich auch nicht drin ist. Wow. Lawrence von Arabien. Den Schinken wollte ich schon immer sehen. Eine Turnierrüstung. Französisch. Okay. Hey, leuchte mit deiner Lampe vielleicht nicht so viel gegen die Fenster. Ja, das macht Sinn. Da liegt schon wieder ein Brief. Ein Drachengong. Sieht nach Südostasien aus. Schick. Und was ist das hier? So ganz allein? Sieh dir das mal an. Kompass, Sonnenuhr. Stell dir vor, du wärst in Seenot. Und nur diese Instrumente entscheiden über Tod oder Rettung. Ja. Verrückt. Und noch ein Brief. Evelyn, ich bin über die neueste Ausgabe von Adventure Life gestolpert und war ebenso überrascht, wie erfreut, dich wieder einmal auf dem Titel zu sehen. Es freut mich, dass du so glücklich aussiehst und immer noch tust, was dir Spaß macht. Obwohl wir getrennt leben, erfüllt mich dein Erfolg immer noch mit Stolz. Im Anhang findest du das Foto von Edmunds Abschlussfeier. Das Beste seiner Klasse. Irgendwas haben wir wohl richtig gemacht. Er würde mich zwar umbringen, wenn er wüsste, dass ich dir das erzähle, aber ich möchte, dass du weißt, dass Edmund am Boden zerstört war, als du entschieden hast, letzten Sommer ohne ihn nach Indien zu reisen. Er ist zu einem tüchtigen und selbstsicheren jungen Mann herangewachsen. Sein Geistesblitz erinnert mich. Seine Geistesblitze erinnern mich an dich. Vor allem der Ausdruck auf seinem Gesicht direkt bevor ihm ein Licht aufgeht. Und außerdem liebt und bewundert er dich unbeschreiblich. Ich hatte im Laufe der Jahre so meine Probleme und habe dich nie um etwas gebeten. Jetzt bitte ich dich, Edmund auf deine nächste Reise mitzunehmen. Ich weiß, dass es eine Herausforderung wird und du vielleicht mich nicht so schnell vorankommst wie sonst. Aber eins verspreche ich dir. Du wirst eine Freude empfinden, wie sie niemand sonst in dir entfachen kann. Ich freue mich darauf, von deinem nächsten großen Fund zu hören. Mach uns weiterhin alle stolz. Ah.
Diese große Abenteurerin. Ein weiteres Buch? Die haben auch dein Lieblingsbuch. Echt? Welches? Du weißt schon, es heißt Schauplatz der englischen Seeräuber. Ist eine frei erfundene Geschichte. Nicht mal der Name des Autors stimmt. Erfunden oder nicht? Das sieht nach einer Erstausgabe aus. Ist das dein Ernst? Was für ein Ort, Mann. Wow. Das hat alles. Willst du es mitnehmen? Nee, das zerfällt mir nur in meinem Rucksack. Du könntest es verkaufen. Dann bräuchtest du diesen Job nicht. Halten wir uns heute mal an das, was uns bereits gehört. Rennst du immer mit diesem Hut jetzt rum? Ich glaube, das sollte ich wieder ausmachen. Cool. Etwas Leben in der Bude. Seit wann magst du klassische Musik? Hallo? Ich bin ein Mann mit vielen Facetten. Ein Brief. Ziemlich verbrannt. Was davon übrig ist. Jemand erlauben Sie dem Sarkophag, sich zu den Seinigen aus Amon. Das Geld brauchen Sie ja nicht. Amenhoteps Gruft in unserem Museum zu gesellen. Ich kann Ihren Widerwillen gut verstehen. Schließlich haben Sie ihn vor uns gefunden. Unser Angebot ist jedoch mehr als großzügig. Und ich kann Ihnen versichern, dass er mit der nötigen Sorgfalt und dem erforderlichen Respekt behandelt wird und ausgestellt wird, entsprechend dem Aufwand seiner Bergung. Jahrelang haben Sie zu Hause seine Pracht genießen können. Es ist an der Zeit, sie mit dem Rest der Welt zu teilen. Ich hoffe, Sie werden mein Angebot überdenken. Okay. Eine Samurai-Rüstung. Na, kennst du das Wappen? Malvenblätter sind, warte, nicht sagen, Tokugawa. Ja, das stimmt. Ich glaube, das ist die eine Rüstung, die erwähnt wurde. Okay. Ich glaube nicht, dass Moms Tagebücher hier sind. Gehen wir nach oben. Hier ist noch eine Kiste. Verdammt. Aufzeichnungen über alles und jeden, aber keine von Mom. Das Haus ist groß. Nicht aufgeben. Ja, das Haus ist sehr groß. Und noch ein Brief. Wie viele Briefe sind denn hier? Oh, wow. Sie kannten Amelia Earhart. Echt jetzt? Mann, die kannten alle coolen Leute. Wo ist er jetzt hin? Ich glaube, er ist hier nach oben. Das ist zu. Wir müssen da rein. Hier ist sonst nichts. Verschlossen. Dann muss ich vielleicht da oben hin? Lüftungsschacht. Da oben. Oh ja. So kommen wir vielleicht in den Raum darunter. Nicht wir. Du. Was? Ich komme nicht durch. Schaffst du das? Soll das ein Witz sein? Schaffe ich das? Okay. Da
Dann zeig mal, das ist die Frage, wo klettert man hoch? Wo bleibst du? Ups. Eine Polaroid. Zeig mal her. Ich glaube, sie geht noch. Komm her. Und jetzt lächeln. Verlier's nicht. Das Foto sollte man lieber verstecken. Ich glaube, ich bin fertig, oder? Ja, ich muss da lang. Na, so hat das jetzt nicht funktioniert. Noch weiter nach oben. Das hast du schon fast runtergeschmissen. Und jetzt hier lang. Dass das hält. So. Also hier geht's nicht lang. Ja. Aber bevor ich jetzt hier weitermache, mache ich jetzt hier einen Cut und bis zum nächsten Part.